Was geht ab YouTube? Ihr seid wieder bei Lift You Up und in diesem Video soll es um die Frage gehen, die sich vor allem an die Anfänger unter euch richtet. Wie solltet ihr überhaupt mit Krafttraining beginnen? Nun kann dieses Video natürlich nur den Versuch einer Richtlinie darstellen, da natürlich nicht von jedem von euch dieselben Umstände gelten werden. Das heißt, es wird Leute geben, die haben eine gewisse Krankheitshistorie, die ihnen auf jeden Fall nicht ermöglicht, meinetwegen Training mit freien Gewichten zu machen oder dergleichen. Andere werden schlichtweg gar keinen Bock drauf haben und machen lieber Kettlebells oder Freeletics oder sowas. Gut, ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie man keinen Bock hat auf Training mit freien Gewichten. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Abgesehen davon glaube ich nicht an sowas wie eine objektive Wahrheit. Insofern kommt das Ganze natürlich von meinem persönlichen Standpunkt aus. Aber ich denke, dass im Rahmen der Trainingswissenschaft da doch einige mit mir d'accord sein werden. Dieses Video soll sich also zunächst mal an jemanden orientieren, der prinzipiell gesund ist, sprich der keine pathologischen Vorgeschichten hat und jemand, der eher dem normalen Fitnessstudio-Gänger entspricht, also dem 16-jährigen Tanktop-tragenden, Snapback-tragenden KLS-Gucker. Bevor wir aber festlegen, was ihr tun solltet, wenn ihr mit dem Krafttraining beginnt, sage ich euch erstmal, was ihr meiner Meinung nach nicht tun solltet. Erstens, ihr lauft nicht in den nächsten Kiosk und holt euch das neue Magazin. Zweitens, trainiert nicht den aktuellen Plan des amtierenden Mr. Olympias ab. Und drittens, ihr macht nicht 20 Übungen je 5 Sätze à 20 Wiederholungen an isolierten Maschinen. Nachdem wir das nun klargestellt haben, kommen wir zur entscheidenden Frage. Was solltet ihr tun? Erstens, ihr müsst euch ein Ziel zurechtlegen. Das heißt, werdet euch darüber bewusst, was ihr überhaupt wollt. Für die allermeisten wird das dann in Richtung Muskelaufbau oder Fettabbau gehen, beziehungsweise viele werden es auch kombinieren wollen. Da muss ich euch leider enttäuschen, das wird abgesehen für absolute Anfänger nicht funktionieren, beziehungsweise nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Man sagt gerne, dass für Anfänger absolut alles funktioniert, egal was sie machen. Aber dieser Luxus wird leider schnell ausgereizt sein. Insofern bleibt bei einem der Ziele, die ihr habt. Oder meinetwegen, wenn ihr in eurer Sportart spezifisch besser werden wollt. Und schweift nicht davon ab, bis ihr es in dem jeweiligen Zyklus, den ihr gerade begonnen habt, erreicht habt. Zweitens, ihr solltet definitiv euren Kalorienbedarf berechnen. Das ist deswegen so essentiell, denn egal welches Ziel wir nun haben, ob Muskelaufbau oder Fettabbau, wir müssen immer wissen, was gerade mit unserem Umsatz passiert. Denn zum Beispiel, um Muskeln aufbauen zu können, brauchen wir einen Kalorienüberschuss. Das heißt, wir brauchen mehr Energie in unserem System, als wir gerade verbrauchen. Oder um Fett abbauen zu können, brauchen wir ein Kaloriendefizit. Das heißt, wir sollten weniger Energie in unserem System haben, damit das System eben an die Vorräte gehen kann. Klingt logisch. Und das könnt ihr machen mit dem Kalorienrechner von Mick Weigel. Den findet ihr auf mixbodyshop.de. Drittens, ihr müsst dann natürlich auch eure Kalorien tracken, das heißt verfolgen. Jede einzelne Kalorie, die ihr zu euch nehmt durch eure Nahrung, müsst ihr aufsummieren. Da gibt es mittlerweile 1000 Apps für, die auch Lebensmittelanzeigen haben, bei denen dann angezeigt ist, wie viel Energie die jeweiligen Lebensmittel haben. Also das ist sehr leicht. Das solltet ihr mindestens für 2 Wochen, wenn nicht sogar ein bisschen länger machen, damit ihr ein etwaiges Gefühl dafür bekommt, wann ihr in einem Kalorienüberschuss seid oder wann ihr in einem Defizit seid. Der springende Punkt ist hierbei, dass der Kalorienbedarf, den ihr zuvor ausgerechnet habt, nie zu 100% stimmen wird. Das heißt, es können locker Differenzen nach oben und nach unten auftreten von 100, 200 Kalorien, vielleicht sogar mehr. Sprich, ihr müsst euch an euren tatsächlichen Kalorienbedarf herantasten und schauen, wann ihr in einem Überschuss seid und wann in einem Defizit und wie hoch das Defizit und der Überschuss jeweils ist. Denn je nach eurem Ziel wollt ihr euch natürlich direkt an eurem tatsächlichen Umsatz bewegen. Das Tracken wird euch also zeigen, ob ihr je nach Ziel in euren Kalorien nachjustieren müsst. Viertens, nun müsst ihr natürlich eure Kalorien je nach Zielsetzung erfüllen. Wie ich es eben schon erklärt habe, zum Beispiel Muskelaufbau, Kalorienüberschuss, Fettabbau, Kaloriendefizit. Zum Erfüllen des Kalorienbedarfs gehört natürlich der entsprechende Umgang mit unseren Makro- und Mikronährstoffen, sprich unsere Proteine, Fette und Kohlenhydrate sowie Mineralien und Vitamine.
Denn die machen ja letztendlich unsere Kalorien aus. Um diese Einzelheiten soll es jetzt nicht gehen, das würde definitiv den Rahmen sprengen. Aber wenn ihr Mix-Kalorienrechner benutzt, dann wird euch da schon eine Menge zu erklärt. Außerdem auch auf codefitness.de. Gleich mehr zu der Seite. Denn jetzt kommen wir ans Eingemachte zu Punkt Nummer 5. Die Grundübungen lernen. Zu den Grundübungen gehört natürlich, wie ich immer predige, Squats, Deadlifts, Bench, Overhead Press und noch erweiternd Dips und Klimmzüge. Wenn ihr Anfänger seid und wie ich schon zu Anfang erklärt habe, nicht von irgendeinem pathologischen Hintergrund kommt und diese Übungen gegebenenfalls überhaupt nicht machen könnt, aber wenn ihr gesund seid und ihr seid Beginner, dann macht ihr nur diese Übungen zu Beginn. Nur diese. Keine Biceps Isolations, Pec Flies, Lateral Raises, Leg Press, keine Beinstrecker, komische Arschmaschine. Was gibt's noch für dummen Shit für Anfänger? T-Flies, T-Bar Rows, Reverse Flies, Wadenheber, Triceps Extensions, Arnold Press. Die Liste geht unendlich weiter. Wir wollen ja im Training jeweils bestimmte Reizschwellen überschreiten, um unsere Muskulatur zum Wachsen zu bringen. Nun ist der Punkt, dass als Anfänger unsere Reizschwelle relativ niedrig gesetzt sein wird. Das heißt, wenn wir jetzt eine Grundübung wie das Bankdrücken machen, dann wird allein die Bewegung über das Schultergelenk für die Brust und über das Ellbogengelenk für den Trizeps reichen, um diese Reizschwelle zu überschreiten und Brust und Trizeps und natürlich noch andere stabilisierende Muskulatur etc. zum Wachsen zu bringen. Deswegen bringt es euch überhaupt nichts, dann noch mehrere Sätze Skull Crushers und Triceps Extensions und dergleichen als Isolationsübung dazu zu tun, denn ihr werdet den Reiz ja schon gesetzt haben, ihr werdet die Schwelle schon überschritten haben und alles, was dazu draufkommt, wird einfach ins Nichts gehen. Das heißt, ihr habt einfach eine Menge Energie verschwendet für Reize, die gar nicht mehr gesetzt werden, weil ihr die Reizschwelle schon überschritten habt. Wenn ihr besser werdet, wenn ihr fortgeschritten seid, advanced, wenn ihr oder sogar Elite Lifter, was auch immer, dann werdet ihr immer mehr Volumen brauchen und gegebenenfalls noch andere Möglichkeiten, um euren Querschnitt zu vergrößern. Ihr braucht einfach mehr Arbeit insgesamt. Aber wenn ihr damit beginnt, braucht ihr nur diese 6 Übungen. Aber nun zum viel wichtigeren Punkt, wie erlernen wir die Bewegung am besten? Es geht um Bewegungslernen und im Bewegungslernen wollen wir immer schauen, dass wir so wenig Ermüdung wie möglich in den Bewegungsablauf mit einbringen, denn wir wollen ja unser sensormotorisches System dazu bringen, sich diese Bewegung immer und immer wieder einzuprägen, damit sie dann einfach abrufbar ist, aus dem FF sozusagen. Und wenn wir nun mit viel Ermüdung arbeiten, während wir die Bewegung lernen, dann wird der Bewegungsablauf mal so, mal so, mal so aussehen. Und das wollen wir nicht. Deswegen zunächst mal die Übung, die ich euch vorhin genannt habe, die macht ihr so oft wie möglich. Am besten alle an einem Trainingstag und dann je nachdem, wie oft ihr trainieren gehen könnt. Meinetwegen, wenn ihr dreimal trainieren gehen könnt, dann macht ihr die auch dreimal in der Woche. Das ist deswegen gar kein Problem, weil wir eben mit niedrigen Intensitäten arbeiten. Und zwar könnt ihr jetzt zum Beispiel pro Übung dann 3 Sätze machen oder 3 bis 5 maximal. A5 Wiederholungen. 5 Wiederholungen würde man jetzt normalerweise mit einer hohen Intensität, also mit viel Gewicht in Verbindung bringen. Aber wie gesagt, wir wählen eine niedrige Intensität und machen trotzdem nur 5 Wiederholungen, damit wir eben keine Ermüdung reinbekommen. Aber bis zu diesen 5 Wiederholungen wurde auch wissenschaftlich bestätigt, können Bewegungen am besten erlernt werden. Also unterm Strich heißt das einfach, wenn ihr zu viele Wiederholungen macht, habt ihr zu viel Ermüdung, was schlecht für das Erlernen der Bewegung ist. Und wenn das Gewicht zu hoch ist, selbstverständlich auch. Nun, wenn der Bewegungsablauf sitzt, und das wird gar nicht so lange dauern, also ich denke, innerhalb von 2 bis 4 Wochen sollte man schon ein gutes Gefühl für die Bewegung haben. Natürlich ist es immer gut, wenn man eine Anleitung hat. Dann geht das Ganze noch viel schneller, wenn jemand ganz schnell kleine Dinge korrigieren kann. Ansonsten wird es vielleicht ein wenig länger dauern, aber die Zeit solltet ihr euch auf jeden Fall nehmen, denn ihr werdet einfach wirklich
Jahre an falschem Training einsparen. Und ich bin wirklich der beste Beweis dafür. Ich würde eigentlich behaupten, also ich trainiere seit ich 15 bin und ich würde sagen, seit anderthalb bis maximal 2 Jahren würde ich wirklich erst sagen, dass ich vernünftig trainiere. Das heißt, ich habe 7 Jahre meines Lebens mit falschem Training verbracht, indem ich im Grunde alles nur über Error and Trial herausgefunden habe und mich dann Stück für Stück weitergebildet habe. Also Leute, ihr habt wirklich viel Zeit. Nehmt euch die Zeit. Und zu meinem eigentlichen Punkt zu kommen, wenn die Bewegungen nun sitzen, dann könnt ihr anfangen, höhere Intensitäten, höheres Volumen vor allem und höhere Trainingsfrequenzen zu verwenden. Wer dafür ein ganz anschauliches Beispiel haben möchte, der kann zum Beispiel auf codefitness.de gehen. Ich habe die Seite vorhin schon erwähnt. Da habt ihr zum Beispiel den sogenannten Mass-Plan. Der startet mit Mass Green. Ihr seht da, dass die geringste Wiederholungsanzahl 6 Wiederholungen sind, was im Grunde noch vollkommen im Rahmen ist. Das läuft genauso, wie ich es vorhin erklärt habe, mit den 5 Wiederholungen, dass sich dort vor allem auf Bewegungslernen konzentriert wird. Also so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Und ihr seht, ganz unten sind 2 Übungen anders. Zwar keine Dips und keine Klimmzüge, weil Dips und Klimmzüge natürlich eine gewisse Standardkraft bedürfen. Wenn ihr die Standardkraft habt, dann macht ruhig, aus meiner Sicht gesehen, die Klimmzüge und die Dips. Aber wir können natürlich auch einfach beim Plan bleiben, weil Klimmzüge und Dips werden später auch noch integriert. Das ist nämlich das Ding. Ich fange mit Mass Green an, habe da vor allem Bewegungslernen, dann wird gestaffelt zu Mass Yellow, wo ihr dann höhere Intensitäten, höheres Volumen habt und der Plan nochmal gesplittet wird und ihr bekommt mehr Übungen dazu. Und dann habt ihr am Schluss Mass Red, wo das Ganze nochmal gesteigert wird in Volumen, Intensität, auch Trainingsfrequenz und ihr habt noch weitere Übungen, die dazukommen. Ist eine ganz gute Veranschaulichung von dem, was ich euch vorhin erklärt habe, dass ihr euch wirklich erstmal mit Bewegungslernen beschäftigt und dann Stück für Stück steigert und irgendwann könnt ihr dann anfangen, meinetwegen mit dem Starting Strength Program. Um das ganze Video sozusagen in einem Satz zusammenzufassen, für mich persönlich ist Bewegungslernen der Schlüssel zum Trainingsfortschritt und ich spreche da wirklich aus dem Herzen heraus, weil ich einfach wirklich jeden einzelnen Fehler, den ich in diesem Video angesprochen habe, gemacht habe. Das hier habe ich mir wirklich nicht nur für dieses Video gekauft, also das habe ich, welche Ausgabe ist es? Steht nicht mal ein Datum drauf. Naja, aber ich habe das irgendwie seit 5 Jahren oder so, 6, 7, keine Ahnung, zu lang. Das war das Video, Leute. Hit the like button. Abonnieren und mutieren. Es ist 2 Uhr in der Nacht. Ich gehe jetzt schlafen. Love y'all. Peace. Lift your ass up.